Könnte man euch wecken um 3 Uhr morgens und ihr könntet eine Fußballsendung so wegmoderieren? Kein Thema. Wäre kein Thema, oder? Logisch. Sollen wir das mal jetzt mal machen? Wir machen jetzt mal eine x-beliebige, aber trotzdem brandaktuelle Fußballsendung. Habt ihr darauf Bock? Okay. Klar. Okay, Andrea, wir haben eine Station für dich da hinten. Werner, für dich. Jochen, dich würde ich hier rübernehmen. Okay. Wir machen jetzt eine x-beliebige, brandaktuelle Fußballsendung. Du bist der Anchorman. Okay, ich bin der Host. Du bist der Host, cool, der Anchorman. Cool. Okay. Wie heißt die Sendung? Kick. Kick, okay. Das Kick, ist, das ist einfallsreich. Ja. Ja. Das hat mit unserem Sponsor zu tun. Kick, die Fußballsendung. Perfekt, okay. Du bist der Host. Und wer ist der Gast? Ich bin der Gast. Perfekt. Super. Und wir machen alles so wie immer, okay? Okay, perfekt. Bis gleich. Eine x-beliebige Fußballsendung. Kick, die Fußballshow. Könnt ihr sowas? Sportstudio, Sportschau kriegt ihr hin, okay? Also, viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu Kick, die Fußballshow. Heute bei uns zu Gast der Leistungsträger vom FSV Sat1 05. Herzlich willkommen, Luke Mockridge. Luke Mockridge heute bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, trotz dieser harten 0:2 Niederlage nach 2 Eigentoren von Ihnen. Wie fühlen Sie sich? Und bitte mal ohne Floskeln. Ja, ist natürlich klar, ich ecke an mit meinen Aussagen, aber ich habe Vertrag. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, gut, ich meine, man versucht natürlich immer auf dem Platz seine Leistung zu bringen und beim Training seine Leistung zu bringen und auch das Pfand wegzubringen. Und wir haben letzte Woche nicht gewonnen und wir haben diese Woche nicht gewonnen. Und wenn wir alles geben, dann gewinnen wir auch nächste Woche nicht. Das ist harter Tobak. Vielen Dank, Luke Mockridge. Und ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall unseren Taktikexperten noch fragen, was hier in diesem Spiel genau los war. Unser Taktikexperte. Ja, danke, Jochen. Ich versuche es für den Fan daheim jetzt einfach mal ganz einfach zu machen. Das war heute natürlich viel zu wenig 4-2 mit dynamischer Route. Die abkippende 6 von Sat1 05 wurde zu schnell zur Doppel-6 im 3-4-3. Was das 5-4-1 und die flache 4 des Gegners und dessen falsche 9 im 4-3-1 natürlich im vertikalen Spiel spielentscheidend beflügelt hat. Nächstes Mal ist ein 4-3-3 mit 2 im Sinn mal 5 zum Quadrat minus Pi sicher sinnvoller, um die 3 Punkte einzufahren. Und damit wird es auch ein Sieg im nächsten Spiel. Damit zurück zu dir, Jochen. Vielen Dank unserem Taktikexperten hier bei Kick, die Fußballshow. Ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Ich habe nichts verstanden. Und deswegen gehen wir jetzt ganz schnell zu unserem Social-Media-Experten. Denn wir wollen natürlich wissen, was sagt die Community? Was geht ab im Netz? Hi, Jochen, das Netz kocht natürlich über. Es ist wahnsinnig crazy, da ist sehr viel los. Der User Schambeinentzündung 47 postet dieses sehr witzige Bild von einem Affen in einem Deutschland-Trikot. Haha, ist das nicht verrückt? Ein Affe im Deutschland-Trikot. Zurück zu dir, Jochen. Völlig verrückt, völlig verrückt. Vielen Dank an unseren Social-Media-Experten. Also im Netz ist der absolute Wahnsinn los. Und bei meiner Kollegin Andrea Kaiser steht der Spieler Mock Lukridge. Mal sehen, was er zu seiner Leistung sagt. Mock, wie haben Sie das Spiel gesehen? Was? Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, ist natürlich eine sehr, sehr schwere Situation gewesen. Wir haben natürlich alles gegeben und der Trainer hat die Mannschaft aufgestellt, aber wir versuchen natürlich alles im Training zu geben und wir werden natürlich immer alles bringen. Man versucht im Training was zu bringen, man versucht den Pfand wegzubringen und ja, am Ende entscheidet der Trainer, aber ich habe Vertrag. Was ist fürs Rückspiel noch drin? Das Rückspiel ist genau wie das Hinspiel, nur wir spielen woanders. Was wollen Sie Ihrem Teamkollegen Luke, der bei uns im Studio ist, sagen? Der Luke ist im Studio? Ja. Alles klar. Das ist voll der Opfer, der Luke. Ey. Aber ja, da ist natürlich einiges vorgefallen, das ist richtig. Wir wollen das aber natürlich unter 4 Augen klären. Wir klären das bei Instagram. Super, vielen Dank. Klare, eindeutige Aussagen und damit zu dir zurück, Jochen. Ja. Vielen Dank, Andrea Kaiser und Mock Lukridge. Wir halten fest, er hat Vertrag. Und ich bekomme gerade die Info, dass der Trainer der heutigen Partie jetzt gerade auf der Pressekonferenz eingetroffen ist. Deswegen zu unserem Pressesprecher Werner Hansch. Trainer Gartlitsch,
Die erste Frage vielleicht von mir. Ihre Mannschaft hat 12:0 gewonnen, aber auffällig in der zweiten Hälfte nur 5 Tore erzielt und nicht 7, wie im ersten Durchgang. Soll das etwa heißen, Ihre Mannschaft spielt gegen Sie? Ja, yeah, it's important for us as a team. Of course, we want to give everything to bring. We want to bring every week, bring talent, bring energy, bring away the fun. We bring every week. For me, the player is the most important thing because as a coach, you know, as a coach from this wonderful squadron, we always need to try to give everything, and I have a contract, so for me, you know, everything is the way it is, and at the end of the game, the winner takes it all and the loser standing tall. Vielen herzlichen Dank, Trainer Gadrich. Wie gewohnt, klare Aussagen und damit zurück ins Studio. Vielen Dank. Das war die Pressekonferenz mit Aussagen, die absolut rumgehen werden, Schlagzeilen wirklich die Furore machen werden. Und wir sind gleich zurück nach einem kurzen Spot. Hat in meiner Küche immer einen Stammplatz. Die Pilzpfanne von Schmoor. Damit spielen Sie ganz bestimmt auch in der Champignons League. Mmh, Pfeffer. Das Runde muss ins Leckere. Ja. Und damit sind wir leider schon am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, kein Problem. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Kommen Sie denn jetzt zu Sat 1? Ich habe Vertrag. Jochen Breyer! Nicht nur für den Sport selber war es ein Hammerjahr, sondern auch für den Sport des Sportkommentierens. Ne? Ihr kennt alle Frank Buschmann, der Sportkommentator des Jahres für mich, den ich jeden Tag höre, wenn ich FIFA zocke, der mir meine Bananenflanken immer zerredet. Und ich habe mich gefragt, wie wäre das, wenn dieser Mann, der sich immer so in Rage reden kann, der kleine Situation so aufbauschen kann, als wäre es das Großartigste der Welt. Wie wäre es, mit diesem Mann in die Innenstadt zu gehen und mit Frank Buschmann den komplett normalen Alltagsalltag zu kommentieren? Als wäre es das spannendste Spiel der Welt. Luke und Frank Buschmann in der Innenstadt kommentieren den Alltag. Bitte schön. Achtung, 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 das ist der Dreier. Das ist der Dreier. Und den lässt sie liegen. Und dann aber im zweiten Versuch. Da ist das Ding. Sensationell. Da hat der Verteidiger gepennt. Ja. Und jetzt ist er natürlich völlig außer sich und weiß nicht mehr, was da gerade passiert ist. Der ist bedient. Ja. Die gelbe Wand im Rücken. Das ist natürlich für einen Roten immer schwierig. Jetzt fährt er raus und er zieht das eisenhart durch. Und jetzt bin ich gespannt, wann hier Unruhe aufkommt. Er zieht das eisenhart durch. Nee, stellt sich da dusselig an und er drängt sich vorbei und der Nächste zieht direkt hinterher. Vor Weihnachten ist Gefühl im Spiel, merkt man hier ganz deutlich. Der ungläubige Blick über die Schulter nochmal zurück und dann rauf auf die Rolltreppe. Super gemacht, wunderbar. Dann nochmal der Blick hier rüber. Das ist ganz, ganz souverän. Ganz souverän. Also es ist ein Automatismus. Davon lebt der Leistungssport. Der Blick über die Schulter, ist noch was Besseres da? Ja. Gibt es da bessere Optionen? Nein, ich bleib bei meinem Typen. Eisige Temperaturen hier an der Bahnstation. Da vorne, die Dame mit der roten Jacke ist quasi in der Pole Position. Sie hat das drauf. Und jetzt gibt es erste Klärungsbedarf. Erste große Probleme und das ist eine ganz, ganz heikle Situation. Da müssen wir noch mal im Regelwerk nachschauen, ob das denn erlaubt ist, was wir hier tun. Oh, das ist interessant. Also da wird jetzt, und das finde ich ja so gut, wenn wirklich spontan reagiert wird. Und natürlich haben die Mitarbeiter hier sofort das, was wir eine Drehgenehmigung nennen, bei der Hand und werden die beiden Kollegen, die noch etwas grimmig schauen, vielleicht auch ein bisschen skeptisch, aber sie werden sie überzeugen. Ja. Dankeschön. Haken dran, also. Daumen nach oben. Diese Gesichter machen mir Mut für ein besinnliches Weihnachtsfest 2016. Da ist der Flocati-Teppich von meiner Schwester unterwegs. Das ist Wahnsinn. Das ist Aubameyang, oder? Das ist die Jacke von Aubameyang. Und die Schwimmnudel. Der hat die Schwimmnudel dabei. Die gelbe Schwimmnudel ist mit auf dem Weg zur Deutschen Sporthochschule in Köln. Dafür ist er bekannt. Und jetzt nochmal Sprint. Auf den letzten.
verpasst das Ding einen Schritt zu spät. Das ist spannend. Die beiden. Die Nein. beiden. Das haben sie erkannt. Hier passiert irgendetwas, das hier nicht hingehört. Und Ekstase. Jetzt ist Ekstase da. Es wird reklamiert. Da wird mir zu viel reklamiert. Und das Schlimme ist, er lässt die Freundin völlig außen vor. Mädchen, da musst du gerade arbeiten. Ich glaube, das Einzige, was diese Situation noch retten kann, ist ein versöhnlicher Kuss. Nee. Ah, oh. Nein. Sie sagt nein. Nein in den oh. Strafraum. Und das ist es. Das ist es. Deswegen lieben wir das, was wir hier tun. Man merkt den Respekt vor der Kulisse. Wo muss ich in welchen Laden? Wie funktioniert das? Gehe ich da links zuerst? Gehe ich rechts zuerst? Was ist der Spielzug? Und das macht da wie kein Zweiter. Die Frage ist nur, ist das der Laden, wo die Frau mich hingeschickt hat? Jetzt sieht er auch, oh, das ist der Weihnachtsmarkt. Jetzt muss er sagen, komm, hey, da gibt's eine Wurst, da gibt's einen Glühwein und da sitzt der Mokritsch. Und jetzt geht die Luzi ab. Und jetzt macht er ein Foto. Es werden erstmal Fotos gemacht. Es werden Fotos gemacht, sie werden online hochgeladen, Wahnsinn. Um mal ein Feedback aus der Heimat zu bekommen. Und lohnt alle sich das? Klischees werden bedient. Alle Klischees werden bedient. Und jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Jetzt biegen sie ab. Jetzt biegen sie ab und gehen woanders hin. Jetzt pass auf. Das ist ein Trickspielzug. Der geht gleich hier auf den Weihnachtsmarkt. Ich schwör's dir, das aber, ist ein Trickspielzug. Aber er wollte doch Guck abbiegen. Nein! Doch! Bist du bekloppt? Die Crossroute und geht jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Sensationell. Da hat er uns alle gelumpt. Bringen wir es auf den Punkt. Am Ende kackt die Ente. Ja? Ratatatatatatat. Vielen Dank nochmal an Frank Buschmann. Liebe Grüße nach München zu dir, Frank. Wollen wir unseren holländischen Freunden mal ein bisschen Fußball näher bringen, oder? Und mein Name ist Luke Mockridge und wir möchten euch Fußball ein bisschen näher bringen. Habt keine Angst vor neuen Dingen. Probiert diese aus. Fußball kann ein wunderschöner Mannschaftssport sein, bei dem man viel lernt. Es gibt eine Sportart auf der Welt, die wird ganz viel gespielt, leider in Holland nicht. Heißt Fußball. Schon mal gehört? Ja. Mal anfassen, so ein Ball. Guck mal, das ist ein Fußball. Das ist schon völlig Neuland für euch. Wow, ja, guck mal. Das tut gar nicht weh. Guck mal, mal nehmen so ein Ding und mal versuchen, hier hochzuhalten. Das kann ich gar nicht. Ja, guck mal. Das war doch schon mal gut. Hey. Mit der Kippe. Und zack, mit der Kippe. Sehr gut. Ah, da muss noch. Ja, hallo. Was ist denn da los im holländischen Fußball? Ja. Im holländischen Fußball. Fußball in Holland, warum läuft's nicht? Und guck mal, ich sag Fußball in Holland und schon weinen. Ja, das einmal Fußball gesagt, schon fängt der Kleine an zu weinen. Oranje. Nee. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Viel Spaß bei der Weltmeisterschaft. Fußball. Fußball. Ja. Hier sehen wir ein holländisches Kind, wie es einfach nur spielt und sich über das Wasser freut. Das kennt sowas gar nicht. Ne? Die Jugend von heute in Holland ist völlig überfordert, einen Fußball zu sehen aus nächster Nähe. Das ist wirklich faszinierend zu sehen und fast ein bisschen rührend. Also da komme ich auch als Journalist an meine Schmerzgrenze. Einen wunderschönen Tag wünschen wir. Und viel Spaß bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Hey, guck mal hier. Das macht doch nichts. Das ist nicht so schlimm, dass Holland nicht bei der WM dabei ist. Aber die großen Zeiten von Holland sind vorbei im Fußball, ne? Ja, die kommen aber wieder. Die kommen wieder, aber wenn man sich die Zukunft anguckt, erschreckend, oder? Wie wenig Interesse ja, an einem Fußball. Was gut wird, kommt langsam. Was gut wird, kommt langsam. Können Sie das als Ehefrau von diesem Mann bestätigen? Ja. Sehr gut. Wen drücken Sie denn die Daumen? Deutschland und Belgien. Und Belgien auch? Ja? Und Belgien auch, ja. Einfach mal aufsetzen. Ja, das ist nett, ne? Eine frohe Weltmeisterschaft wünscht Ihnen euer Nachbar aus Deutschland. Die Stimmung bessert sich, habe ich schon das Gefühl. Wenn ihr jetzt einer Mannschaft die Daumen drückt für der WM. Ich Deutschland. Deutschland? Deutschland. Das wird schon wieder. In 2 Jahren. Ja, toll. Hoffentlich.
17 Millionen Holländer können nicht richtig passen und schießen. Schauen Sie nicht weg. Wenn Sie einen Ball zu Hause haben, schlagen Sie eine Flanke über die Grenze und integrieren Sie unseren Nachbarn. Für ein Holland bei der WM 2022 in Katar. Ein Anliegen, das verfolgt uns schon ein paar Wochen. Wir müssen einen Schritt weiterkommen bei der Mission Händchen halten mit Thomas Müller. Ihr habt das mitbekommen? Ihr wisst, dass wir da sehr, sehr akribisch arbeiten. Ich war ja als Achtjähriger einmal Einlaufkind bei der deutschen Nationalmannschaft und ich wollte mit einem Idol meiner Jugend einlaufen, mit Mehmet Scholl oder Oli Kahn, aber leider wurde es dann der chilenische Linienrichter. Und dieses Trauma muss ich auflösen. An der Hand der lebenden Legende Thomas Müller einzulaufen, das ist mein Traum. Das ist der Plan für diese Staffel. Leider ist es echt gar nicht so leicht, an so einen Fußballprofi ranzukommen. Die sind komplett abgeschottet. Bis letzten Samstag, da kam ein kleiner Funke, der sich da offenbarte. Die Bayern kamen zu mir, nach Köln, zu einem Spiel. Meine Chance, mal richtig nah an Thomas Müller ranzukommen. Wie nah ich tatsächlich rangekommen bin, seht ihr jetzt. Fan von Thomas Müller? Sehr gut. Dann High Five. Und schon wieder deutsche Meister FC Wien. Ich übersetze das mal. Ich glaube, er ist betrunken. Wo ist die Garage? Ja, da muss sie ja ums Stadion. Und da ist der Bus auch? Ja, da ist der Bayernbus auch. Aber freundlich. Freundlich sind sie. Fick dich heißt in Fußballersprache. Schön, dass du hier bist. Wir empfangen dich mit weltoffenen Armen, lieber Sportsfreund. Wir haben nur 1-0 verloren! Eine Frage, sind Sie Fußballfan? Nö. Oh, die Ultras hauen sie aufs Maul. So, wir müssen jetzt in die Garage, die wird natürlich richtig hart bewacht. Aber wenn man einfach so dazugehört und dem Security das Gefühl gibt, ich muss hier hin, das ist mein Job, dann lässt er einen auch rein. Runter. Einmal. Das Ding ist, dass man, Ist tatsächlich reingekommen? Da hinten ist der FC Bayern-Bus. Und vielleicht kann ich gleich Thomas Müller für meine Mission begeistern. Ist der Thomas Müller schon drin? Als Erster? Ja. Thomas! Thomas, dein größter Fan ist hier! Servus, hat's noch auf Rätsel frei? Servus. Grüß mir den Thomas ganz lieb. Der sitzt hier direkt an der Scheibe. Der sitzt direkt an der Scheibe? Der sitzt hier vorne. Ich muss schon einfach mal Hallo sagen. Da vorne. Servus. Geht das? Hallo Sebastian, grüß dich. Thomas Müller. Grüß dich. Servus. Aber das ist meine Frage. Weitergehen! Ich hab doch auch ein Trikot. Alles weitergehen! Ich hab doch auch ein Trikot. Ich gehöre doch zu. Ich bin auch Fußballer. Ich bin natürlich sehr stürmisch jetzt auch in den Bus rein. Thomas, wir hatten Kontakt. Ich hab's auch gespürt. Da ist natürlich viel Elektrizität da. Der Funk ist übergesprungen. Wenn ich dich da jetzt überrumpelt habe, dann tut's mir leid. Wir können es ein bisschen langsamer angehen lassen. Wir können vielleicht erstmal normal was trinken gehen. Ins Kino oder so. Also ich bin da auf jeden Fall offen für.